In diesem Video zur klaren Sprache geht es um ein persönliches Anliegen von mir und ihr solltet es wie einen gut gemeinten Ratschlag verstehen. Ich bekomme ja viele Anfragen, Videos zu drehen und eure Fragen sehen oft so aus, wie von Blaze. Könnten Sie mir ein Gedicht mit diesen Gefühlen schreiben? Glücklich, Liebe, Interesse, Traurigkeit, Furcht, Enttäuschung von 5 bis 6 Strophen. Okay, ignorieren wir mal die Rechtschreibfehler. Das ist doch klar und deutlich. Das schreibe ich, das Gedicht. Die ganzen Gefühle und 5 bis 6 Strophen. Und so sieht es aus. Warum soll ich mich verlieben und ganz weiche Knie kriegen? Glücklich bin ich auch allein, will kein solches Pärchen sein. Liebeskummer, keine Lust, keine Tränen und kein Frust. Manchmal Furcht und Traurigkeit, allerdings wär man zu zweit. Halt, vielleicht wär's doch ganz schön, nicht alleine rumzustehen. Kein Interesse gilt nicht mehr. Wo krieg ich jetzt Liebe her? Also es sind 6 Strophen und alle gewünschten Gefühle habe ich aufgeführt. Aber Blaze war nicht zufrieden. Was war geschehen? Er hatte etwas anderes gemeint. Er schrieb dann: Ich hätte noch eine Bitte. Könnten Sie das Gedicht vielleicht auf 5 bis 6 Verse kürzen und dass nur eines dieser Gefühle benannt wird? Das ist ja etwas ganz anderes. Das hättest du gleich sagen müssen. Sorry, jetzt habe ich keine Zeit mehr dafür. Was möchte ich euch damit sagen? Ich bekomme viele Videowünsche, die so ungenau sind, dass ich sie einfach nicht verstehe oder falsch verstehe. Versucht doch mal, etwas sorgfältiger zu formulieren. Dann kriegt ihr auch, was ihr wollt. Wie kann das gehen? Überlegt euch. Was will ich als Ergebnis haben? Habe ich alle Punkte genannt, alle wichtigen? Wann brauche ich das Video? Wie lang muss es sein und für welche Klassenstufe? Okay, dann verstehe ich das und dann wird das auch erledigt. Und zwar richtig. Eine klare Sprache hilft dir überall. Deine Lehrerinnen und Lehrer, die müssen sich nicht mehr die Haare raufen. Und auch deine Freundinnen und Freunde verstehen, was du willst. Das Leben wird einfacher mit klarer Sprache. Klare Sprache erfordert klares Denken. Das heißt, was ich für mich klar habe, kann ich auch anderen gut vermitteln. Dieses Video ist von lernförderung.de. Und wenn es dir gefallen hat, dann gib uns doch ein Like, schreib etwas in die Kommentare und abonniere diesen Kanal. Und klicke auf die Glocke, damit du kein Video mehr verpasst.